Optimiere so dein Angebot und du musst nie wieder verkaufen. Wir sind eine Marketingagentur, wir sind eine Agentur für Marketingautomatisierung. Und wir sind darauf spezialisiert, die Leads in deiner Datenbank aufzuwärmen und in bezahlte Kunden zu verwandeln. Und wenn wir dann gefragt werden nach den Details, wie lange dauert das? Naja, 6 Monate, 9 Monate, 12 Monate, kommt ein bisschen drauf an. Dann werden wir gefragt nach dem Preis, kommt drauf an, natürlich von bis, da gibt es so eine Spanne. Und wie sicher ist das Ergebnis? Vertrau mir, wird super. Wir haben ja ganz viele Referenzen, Fallstudien und Case Studies. Und das ist die Art, wie wir ganz lange über unser Angebot geredet haben. Und ich glaube, dass das ihr ganz viele kennt und vielleicht auch der ein oder andere selbstkritisch ist und sagt, ja, es ist bei mir ähnlich. Also, es ist faktisch alles drin. Und es ist irgendwie normal, oder? Gibt es jetzt einen, der sofort hier bei mir kaufen will? Der völlig es... Ja, gar nicht. Okay, gut. Dachte ich mir schon. Und wenn ihr mit so einem Angebot anfangt, Werbung zu schalten, wenn ihr mit so einem Angebot anfangt, eure Sichtbarkeit zu skalieren, dann kriegt ihr dieses Ergebnis. Das Problem ist, ihr denkt immer, es gibt ja gar niemanden, der mein Angebot braucht. Also es ist ja, man fängt ja an, selbstkritisch zu werden. Man glaubt ja, es ist ja völlig für den Eimer, was wir hier machen. Und diese Erkenntnis, die kam mir vor gar nicht so langer Zeit, dass ich jetzt weiß, wo ist der größte Fehler. Wo ist der größte Fehler in unserem Marketing? Und ihr bekommt heute von mir den Weg, den ich gerne viel früher gehabt hätte. Ihr bekommt so eine Art Blaupause, um schwierige Themen ganz einfach zu lösen, die wir als schwierig erachten. Mein Name ist René Zschoppe und ja, ich habe eine Marketingagentur und die heißt Autima und wir sind ein cooles Team. Wir machen coole Kundenprojekte für Marken, die ihr alle irgendwie kennt. Digistore24, Digibis24, für Liebscher & Pracht, für Greater, für Loftfilm. Das sind alles unsere Kunden, für die wir schon gearbeitet haben. Und natürlich machen wir auch einiges richtig, sonst wären wir sicher nicht dort, wo wir heute sind. Wir haben in den letzten Jahren immer den Mehrwert für den Kunden auf die Priorität Nummer 1 gesetzt. Wir haben uns immer danach orientiert, womit haben wir den längsten Hebel bei dem Kunden. Wir haben immer Probleme, die irgendwo entstehen können, zugunsten der Kunden gelöst. Wir haben eine spezifische Zielgruppe oder spezifische Zielgruppen. Wir haben uns spezialisiert, sagen wir mal. Spezialisier dich, haben wir getan. Wir machen nie falsche Versprechungen, wir rechnen eher konservativ, sodass wir dann im Fall der Fälle overdelivern. Und dann haben wir eine ganze Menge Marketing versucht. Wir haben natürlich lange Zeit sehr viel bei LinkedIn, bei Facebook, bei Instagram gepostet. Ergebnis null. Wir haben LinkedIn Outreach automatisiert, wir machen ja Automatisierung, nicht nennenswert. Wir haben das Ganze dann hoch individuell gemacht mit Sniper-Videos, vielleicht kennt das der ein oder andere. Ergebnis null. Wir haben Meta-Ads geschalten. Ergebnis null. Wir haben Shorts gemacht, wichtig, vor Michael. Ergebnis null. Und ich sage das deswegen, weil Michael einmal der Auslöser für diesen Vortrag heute ist und weil ich die Leistung von Michael extrem schätze. Ich empfehle ihn an meine besten Kunden weiter. Das nicht umsonst. Deswegen möchte ich das hier extra so sagen. Aber bevor wir mit Michael zusammengearbeitet haben, Ergebnis null. Sehr viel Reichweite, Ergebnis null. Wir haben YouTube-Ads gemacht, damals noch mit ganz anderen zusammen. Hochprofessionell, Ergebnis null. SEO, Google-Ads, Cold-Mailing, Cold-Calling. Ergebnis nah null. Und dann ist mir klar geworden, unsere größte Bremse ist unser Angebot. Unsere größte Bremse ist unser Angebot. Und das tut weh. Aber es ist eine Erkenntnis, eine echt wertvolle. Und ihr bekommt heute von mir die Abkürzung dafür. Ich gebe euch eine 4-Schritte-Angebotsformel, um Angebote zu erstellen, die so gut sind, dass deine Kunden dafür nackt durch glühende Scherben kriechen, um es zu kaufen. Ha? Ich sag, da hat einer vor 10 Jahren mal mein Geschäft gekauft.
Nee, nicht ganz. Bei dem, der mehr Geschäft inspiriert hat. Ah. Habt ihr Bock? Habt ihr wirklich Bock? Okay. Dann kommen wir jetzt zur 4-Schritte-Angebotsformel. Bisschen Melodramatik muss vorher sein, sonst funktioniert das nicht. Okay. Ich möchte mit euch ein Szenario besprechen. Stellt euch vor, ihr sitzt abends zu Hause und ihr habt Hunger. Vielleicht mit eurem Partner, eurer Partnerin. Und ihr habt Hunger und ihr hättet gern eine Pizza. Wer von beiden macht die qualitativ bessere Pizza? Da Toni. Alle der Meinung? Ja, oder? Alle bei da Toni wird es die bessere Pizza. Wir kennen da Toni nicht, aber es ist ja, die Vermutung ist offensichtlich, oder? Da Toni macht die bessere Pizza. Merkt euch das für später. Die Formel ist relativ einfach. Faktor 1 mal Faktor 2 durch Faktor 3 mal Faktor 4. Wir lösen mal auf. Und bevor wir auflösen, möchte ich einen kleinen Disclaimer einsprechen. Der Disclaimer heißt, ich werde euch jetzt zu jedem Faktor immer drei Beispiele bringen. Und diese drei Beispiele, die ich bringe, die sind jetzt keine persönliche Meinung. Und ich will auch nicht die Firmen verunglimpfen oder hochloben und das hat auch nichts mit deren tatsächlichen Leistung zu tun. Wir schauen jetzt mal aus der Perspektive einfach nur von außen aufs Angebot und auf die Kommunikation nach bestimmten Maßstäben. Und ich möchte, dass ihr, wenn euch ein Angebot gefällt, also ich zeige euch das, dann zählen wir innerlich 21, 22, 23 und dann gebt ihr mir ein Handzeichen, ob euch das gefällt oder nicht. Mehr nicht. Nur spricht es euch an oder nicht, okay? Üben wir mal kurz. Ein Angebot gefällt euch? Top. Perfekt. Faktor Nummer 1 ist der wahrgenommene Wert. Die Frage also, was nimmt der Kunde wahr? Und das ist nur der wahrgenommene Wert. Denn was ihr wirklich liefert, hat nichts mit dem wahrgenommenen Wert zu tun. Das sieht man auch an allen Luxusmarken. Eine Uhr, die sechsstellig kostet, ist ein wahrgenommener Wert, der da bezahlt wird. Das ist der wahrgenommene Wert, dass ich was am Arm trage, was mich in einen Status bringt, den ich in einer bestimmten Gruppe haben möchte. Das hat nichts mit dem Metall zu tun. Das ist kein Materialwert und kein Bauwert. Das gleiche haben wir bei Luxusfahrzeugen, bei Luxusurlauben und so weiter und so fort. Die Frage ist also, und das ist der entscheidende Punkt, wie zutreffend beschreibt ihr die Transformation eurer Kunden? Und dieser Satz ist so unfassbar wichtig, wie man es sich nur vorstellen kann. Der Kunde von euch macht eine Transformation und die müsst ihr kommunizieren. Das ist das Kernthema im Marketing. Und die meisten reden im Marketing über den Mechanismus, den sie selber machen, weil sie von ihrem Mechanismus, von ihrer Methode, von ihrer Strategie so überzeugt sind. Weil wir selber diese Strategie, diese Methode, diesen Mechanismus ja entwickelt haben, weil wir ein Problem hatten oder weil wir selber den Bedarf hatten und es gab es nicht. Das Problem ist, wir kommen mit diesem Angebot sehr, sehr schnell an ein Limit. Beschreibt die Transformation eurer Kunden. Die Transformation, finanzielle und zeitliche Unabhängigkeit mit deinem eigenen E-Commerce-Business. Funktionierendes System, intensive Betreuung, viele Referenzen. Zwei? Drei? Okay. Mehr Leads, leichtere Abschlüsse mit YouTube. Verkaufsoptimierte Videos verstärken Kaufinteresse, einfacher Verkauf, verlässliche Leadquelle. Wahrgenommener Wert. Super, oder? Interdisziplinär, unkonventionell, ganzheitlich. Genau. Who knows? Wahrgenommener Wert? Ich habe keine Ahnung, ob die gut sind oder nicht gut. Keine Ahnung. Aber der wahrgenommene Wert ist null. Und vor allem, um wen geht es denn hier?
Wir, unser Verfahren, unsere Methode. Genau das ist das Problem. Also kommuniziert einen möglichst hohen wahrgenommenen Wert. Faktor Nummer 2. Die Erfolgswahrscheinlichkeit. Wie sicher ist es, dass deine Kunden ihr Transformationsergebnis erreichen? Wie sicher ist es für den Kunden? Und was tut ihr dafür? Starten wir. Nummer 1. Über 2400 Shop-Inhaber bereits in Betreuung. Trustpilot, über 300 Bewertungen. Seit 2015 am Markt, über 100.000 Shopify-Bestellungen. Gibt es ein gutes Gefühl? Ich sehe Nicken, aber ich wollte die Hände. Okay. Parship. 9 von 10 Parship-Paaren sind zufrieden mit ihrer Beziehung. Gibt das ein sicheres Gefühl? Nein, die sind ja nicht begeistert. Erfolgsgarantie, Parship, Beziehung. Ja, gut. Optimieren Sie Ihre Marketingstrategie, verbessern Sie Ihre Customer Journey, aktivieren Sie Cross-Channel-Marketing, optimieren Sie Ihr Marketing, erhöhen Sie Engagement. Alles nette Floskeln, ne? Denkt man sich so, verbessern, um wie viel denn? Sicher? Vielleicht? Bis wann? Keine Ahnung. Das ist das Problem. Wenn wir die Erfolgswahrscheinlichkeit, und das ist ein Thema, natürlich kann man hier sehr in Vorleistung gehen, aber was dahinter steht, ist, dass wir uns das Risiko mit dem Kunden ein Stück weit teilen. Faktor Nummer 3, das sind Faktoren, die wir senken, nicht steigern. Zeit bis zum Ergebnis. Wann erreichen deine Kunden den ersten Meilenstein bis hin zum Wunschergebnis? Wie schnell? Seid ihr bereit für die Beispiele? Der Körper deiner Träume in nur 90 Tagen. Hammer, oder? Was für eine geile Kommunikation. Ich finde das wirklich aus mehrerlei Hinsicht brillant, weil hier auch nicht steht dein Körper, sondern es ist ja der Körper meiner Träume. Wie kann man denn noch mehr Transformationen kommunizieren? Geht gar nicht. Der Körper deiner Träume in 90 Tagen. Bam. Digital verkaufen in unter 2 Minuten. Wir brauchen nicht über die Firma reden. Ich sage nur, Zeit bis zum Ergebnis. Digital verkaufen in unter 2 Minuten. Geil. Ist kein Scherz, habe ich im Netz gefunden. Ich weiß nicht, ich habe wirklich noch niemals was Abtörnenderes gelesen. Noch nie. Ich finde das den absoluten Hammer. Vor allem, also ich weiß nicht, was von beiden schlimmer ist. 1070 Einheiten oder 800 Stunden? Und dann der Preis, der mir sofort sagt, das kann nichts Gutes sein. Also wenn jetzt hier eine 20.900 stehen würde, würde ich das deutlich seriöser finden. Aber für 2.000 Euro, da habe ich gesagt, da kommt einer echt nicht zum Punkt. Das ist mein Gedanke dazu. Geht gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass das jemals jemand gebucht hat, der nicht auf Schmerzen steht. Faktor Nummer 4. Aufwand und Opfer. Das heißt, wie viel muss dein Kunde selbst machen? Wie viel Zeit muss er investieren? Wie viel Opfer muss er erbringen, um seinen Wunschzustand zu erreichen? Neben der Zeit bis zum Ergebnis, wie viel Aufwand steckt drin? Einfaches Tool, conversionstarke, responsive Landingpages mit wenigen Klicks. Gut? Okay. Warmes, kaltes, 100 Grad kochendes, sowie gekühltes, sprudelndes und stilles Wasser aus dem Wasserhahn im Handumdrehen. Stabil, oder? Geile Aussage. Ganz ehrlich, braucht das jemand? Also, ja, aber braucht das jemand? Ich meine, das ist doch völlig absurd. Das heißt, der Pain, den die lösen, ist, ich muss den Wasserkocher bedienen.
der etwa 40 Sekunden braucht, um mein Wasser zum Kochen zu bringen. Ich müsste eine Flasche aufdrehen mit sprudelndem Wasser. Oder, also, es ist aber krass, aber das Ding funktioniert. Das funktioniert auch im Marketing, weil sie es geil kommunizieren. Die lösen den Schmerz, die Zeit bis zum Ergebnis und die lösen den Aufwand bis zum Ergebnis. Sonst nichts. Und das Ding ist schweineteuer. Hat das jemand zufällig? Zwei Leute haben es. Geil, oder? Und es löst im Endeffekt, es ist ein Luxusding. Zeit bis zum Ergebnis und der Aufwand ist gering. Einfacher geht's nicht. Thermomix macht genau das Gleiche. Bequem. Ja, geil. Entschuldigung, ich muss es einfach nochmal bringen. 800 Stunden ist für eine Haus. Das geht gar nicht, Alter. Wow, krass. Okay, also die Formel. Wahrgenommener Wert mal Erfolgswahrscheinlichkeit durch Zeit bis zum Ergebnis mal Aufwand des Kunden. Das ist das, was die Verkaufsfähigkeit von eurem Angebot massiv hebt. Müssen wir alles, das ist eine rhetorische Frage, aber beantwortet sie dennoch gerne, müssen wir alles auf den perfekten Stand haben? Nein, ist überhaupt nicht schlimm. Wir müssen gar nicht alles auf den perfekten Stand haben, ist nicht notwendig. Wir müssen nur bestimmte Dinge etwas verbessern. Und es gibt einen Merksatz, da steckt alles drin. Mache die beeindruckende Transformation deiner Kunden 100%ig sicher, superschnell und kinderleicht. Nee, das habe ich hingeschrieben. Aber es hat tatsächlich Jonathan heute schon fast 1:1 so gesagt. Es geht um die Wunderpille. Schnell, sicher, mühelos. Das ist genau das. Wir alle wollen die Wunderpille, schnell, sicher, mühelos, ohne großen Aufwand zum Ergebnis. Und da wir aber wissen, dass alle es wollen, können wir jetzt zwei Sachen machen. Wir können uns innerlich dagegen sträuben und sagen, ich finde das total blöd und wir wissen, ich muss jetzt, der Kunde muss eine Ecke machen und ich will das nicht so machen, dann redet mit Dominik. Oder wir sagen, Mensch, der ganze Markt will das, wie weit kann ich dem Markt entgegenkommen, um mein Angebot einfach attraktiver zu machen? Und jetzt sitzt ihr abends zu Hause, ihr habt immer noch Hunger auf eine Pizza. Und wir wissen ja, wo es die beste Pizza gibt. Und ihr könnt gerne die 15 Kilometer dahin fahren, die vorher bestellen und dort abholen. Könnt ihr machen. Oder die Pizza kommt zu euch. Mit wenig Aufwand. Innerhalb von nur 30 Minuten. Heiß, saftig und lecker. Oder sie ist gratis. Und das ist vielleicht der Grund, warum es da Toni einmal gibt. Und Domino's über 420 Mal in Deutschland, Weltmarktführer mit einem Absatz von über 30 Millionen Pizzen im Jahr. Wir liefern deine Pizza heiß, saftig und lecker in 30 Minuten oder sie ist gratis. Was für ein geiles Angebot. Und ja, die Pizza bei der Toni ist besser. Aber das wird gekauft. So einfach ist es. Und jetzt machen wir eine kurze Aktivierung, denn ich möchte euch jetzt einmal dazu bekommen, darüber nachzudenken und wer mag, kann auch direkt mal Dinge teilen. Wir können an jeder Stellschraube etwas verbessern. An jeder Stellschraube 10% ist mathematisch, Jonathan wird es schon wissen, mehr als 40%, weil es ja eine Formel ist. Hat ja mit. Und schreibt doch mal jetzt drei Ideen auf, die ihr zu jedem Punkt habt, wo ihr sagt, klingt vielleicht ein bisschen absurd, aber ich schreibe es mal auf. Drei Ideen, euer Angebot einfach zu verbessern. Drei einfache, kleine Steps, was könntet ihr machen, um euren Wert zu steigern? Was könnt ihr machen, um die Erfolgswahrscheinlichkeit vom Kunden zu erhöhen, die wahrgenommene? Das Zeit bis zum Ergebnis zu senken oder den Aufwand des Kunden? Falls ihr jetzt sagt, Moment mal, jetzt hat er ganz viel über Angebote geredet. Der aktuelle Stand von meinem Angebot, und ich kann euch sagen, das ist jetzt schon viel besser. Wir aktivieren deine schlafenden Leads und steigern deinen Umsatz in nur 4 Wochen oder du zahlst keinen Cent. Garantiert. Ist besser als vorher, oder? Bisschen. Dankeschön. Automatisierung.